So, moin moin. Ich hoffe, dass mich alle sehen und auch verstehen können. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn ihr einfach mal im Chat eine ganz kurze Nachricht schickt, damit ich überhaupt sehen kann, ob irgendwas ankommt von mir. Ja, sehr schön. Wunderbar, dann starten wir auch gleich, denn wir haben ja nur 30 Minuten Zeit. Und das ist nicht sehr viel. Ein paar Worte zu mir selber. Ich heiße Franz Kruse. Ich bin Mitglied im Vorstand des Deutschen Esperanto-Bundes. Und der Deutsche Esperanto-Bund ist ja hier bei der Expo Lingua auch als Teilnehmer vertreten. Der Verein ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir arbeiten alle ehrenamtlich aus Spaß an der Freude, kriegen da auch kein Geld für, auch keine sonstigen Auslagen. Und der Verein verfolgt auch keinerlei finanzielle Interessen. Es geht also tatsächlich nur um die Sache. Was meinen Kurs betrifft, normalerweise macht man ja so kleine Einführungskurse in der Art, dass man sagt, wir fangen mal an mit so Begrüßungsfloskeln, also typischen Urlaubsfloskeln. Und sehr viel mehr kann man ja auch in einer halben Stunde nicht machen. Das möchte ich also ein bisschen anders machen. Ich will einen Überblick über die Sprache geben. Das geht mit Esperanto relativ gut, sodass man nach einer halben Stunde eine einigermaßen Vorstellung hat, wie die Sprache überhaupt aufgebaut ist. Und auch mit dem Wissen schon selber Sätze produzieren kann. Bevor ich mit dem Kurs loslege, ganz kurz einige Bemerkungen vorweg, damit man ein bisschen besser versteht, warum die Sprache so ist, wie sie tatsächlich ist. Esperanto ist eine internationale Sprache. Das heißt, sie ist nicht gedacht dafür, irgendwelche bestehenden Sprachen zu ersetzen. Ganz im Gegenteil. Sondern sie ist dafür gedacht, immer dann, wenn man mit Anderssprachigen in Kontakt tritt, sich auf Esperanto zu verständigen und ansonsten in seiner Muttersprache oder in einer Sprache, in der man immer will. Natürlich ist es wichtig für eine internationale Sprache, dass man sie mit wenig Aufwand lernen kann. Also ein Hauptziel ist, den Aufwand, den Lernaufwand so klein wie möglich zu halten. Allerdings nicht auf Kosten der Ausdrucksfähigkeit. Also es darf keine Behelfssprache werden, sondern es muss eine voll ausdrucksfähige, komplette Sprache bleiben, in der man alles tun kann, was man in jeder anderen Sprache auch tun kann. Und eine Idee ist auch, dass Esperanto gerecht sein soll. Zurzeit versuchen wir ja internationale Verständigung über die Verwendung von bestimmten Nationalsprachen zu machen, meistens Englisch, manchmal Französisch, manchmal Spanisch. Und da hat man die Situation, dass eine Handvoll Länder keine einzige Sekunde aufwenden muss, um sich international verständigen zu können und alle anderen Länder einen Riesenaufwand treiben müssen. Das ist von Gerechtigkeit natürlich sehr weit entfernt und viel besser wäre es doch, wenn jeder ein bisschen Aufwand treiben müsste und sich dann alle auf Augenhöhe unterhalten könnten. Das ist eine der Grundideen. Das ganz kurz vorweg. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Es gibt auch noch einen Vortrag heute Nachmittag über Esperanto und da wird auch über die Hintergründe noch ein bisschen gesprochen. So, Esperanto ist eine sogenannte Plansprache. Darunter muss man sich vorstellen, die Sprache selber, der Kern oder das Original der Sprache ist konstruiert, also künstlich, wenn man das so nennen will. Aber schlauerweise hat der Autor der Sprache von Anfang an gesagt, ich verzichte auf jedes Recht an der Sprache. Die Sprechergemeinschaft ist der Eigentümer und die entwickeln die Sprache so, wie sie möchten. Das Einzige, was ich festlege, ist in einem Buch zusammengefasst, das nennt sich Fundamento. Übersetzung ist, glaube ich, klar. Das ist sozusagen das unantastbare Fundament der Sprache. Das darf man nicht anfassen, nicht verändern. Alles darüber hinaus ist freie Entwicklung. Es gibt auch eine Akademie, die aber nicht dafür da ist, neue Wörter zu erfinden oder so etwas, sondern die wacht ein bisschen darüber, dass die Sprache sich so entwickelt, wie das gedacht ist.
Ansonsten, wenn jemand ein neues Wort einführen möchte, kann er das tun. Und wenn das dann alle anderen auch benutzen, dann haben wir ein neues Wort in Esperanto. Allerdings, wenn es die anderen nicht tun, dann verschwindet das Wort auch schnell wieder. Und das funktioniert sehr gut bis heute. So, dann kommen wir aber zur Sprache selber. Um die geht es ja nun im Eigentlichen. Fangen wir an mit dem Alphabet. Esperanto wird mit lateinischen Buchstaben geschrieben. Einige lateinische Buchstaben, die wir im Deutschen haben, gibt es nicht, zum Beispiel Q und W und Y. Dafür gibt es ein paar Sonderbuchstaben. Das sind alle die, die ich hier rot dargestellt habe. Das spricht sich wie Tsch, das C mit dem Dach wie Tsch, wie in Peitsche. Das G mit dem Dach wie in Dschungel, wie Dsch, also weich. Das H mit dem Dach wie in Lachen, also wie Ch. Das J mit dem Dach wie Journal, wie J. Das S mit dem Dach wie Sch, wie Schuh. Und das U mit dem Haken kommt eigentlich nur vor in der Kombination mit A und diesem U-Häkchen und E mit dem U-Häkchen und wird dann Au bzw. Eu gesprochen. Und eigentlich ist die Aussprache von dem U mit dem Haken sowas wie das englische W, wie U. Das, was ich hier blau gemalt habe, sind Buchstaben, die gibt es im Deutschen auch, nur sie werden anders gesprochen. Das C wird immer wie Z gesprochen, wie in Zar. Das R wird gerollt, allerdings ist es nicht schlimm, wenn man es im Hals ausspricht, weil versteht man genauso gut. Das S wird immer scharf gesprochen, so wie ein Fuß, auch am Anfang, also nicht wie Sonne, sondern so wie Fuß. Das V immer wie W, wie Wagen und das Z immer wie S, wie in Sonne. So, das lernt man relativ schnell. Da braucht man, glaube ich, keine 10 Minuten dafür. Und wichtig ist, jeder Buchstabe wird immer gleich gesprochen. Also egal welches Wort, egal welche Kombination ich habe, die Buchstaben behalten ihre Aussprache immer bei. Und es wird immer die vorletzte Silbe betont. Damit hat man die Aussprache tatsächlich in 5 bis 10 Minuten abgehandelt. Da habe ich ein paar Wörter. Zaro, Charo, Sumo, Sumi, Manji, Manjajo, Shanzo, Echo, Vento, Ankau, Euro. Und dann gibt es so einen völlig sinnfreien Satz in Esperanto, in dem alle Sonderbuchstaben mal vorkommen. Echo, Shanjo, Chiu, Jaude. Wörtlich übersetzt, Echo wechselt jeden Donnerstag. Hat keinen Sinn, der einzige Zweck ist, alle Sonderbuchstaben mal unterzubringen. So, wenn man diese Dachbuchstaben nicht hat oder sie nicht verwenden möchte, aus welchen Gründen immer, kann man statt C mit Dach auch sagen CH. Also statt des Dach hängt man einfach ein H dran. Das kann man genauso gut tun und beim U mit dem Häkchen lässt man das Häkchen einfach weg. So, also ob ich Charo so schreibe oder so, ist relativ egal. Allerdings schreiben es fast alle so. Gut. Ein wichtiger Punkt, und das ist auch sofort etwas, wo man intuitiv verstehen kann, dass Esperanto leichter erlernbar ist als andere Sprachen. Alle Substantive enden auf O. Es gibt kein Substantiv, was nicht auf O endet. Beispielsweise Telefono, Lettero, Brief. Alle Adjektive, also Eigenschaftswörter, enden auf A. Und wenn ich jetzt ein Substantiv habe, Telefono und Lettero, kann ich sofort ein Adjektiv draus machen. Telefona, telefonisch. Lettera, brieflich. Funktioniert mit jedem Wort. Alle Adverbien enden auf E. Adverbien sagen, wie etwas getan wird. Adjektive sagen, wie etwas ist. Adverbien, wie etwas getan wird. Telefone, also telefonisch. Lettere, brieflich oder per Brief. Und alle Verben enden auf I. Wenn ich also Telefono und, Lettero schon habe, kann ich daraus sehr schnell die Verben machen, Telefoni und Letteri. Und das wird völlig regelmäßig verwendet. In der Einzahl, wie gesagt, enden die Substantive alle auf O. In der Mehrzahl enden sie auf Oi.
wird also ein J angehängt. Also telefono, Telefon, telefonoi, Telefone, lettero, Brief, letteroi, Briefe, amico, Freund, amicoi, Freunde. Die Betonung bleibt immer auf der vorletzten Silbe, also nicht etwa jetzt auf die letzte Silbe verlagern. Nicht telefonoi, sondern telefonoi. Es gibt einen bestimmten Artikel, der heißt immer la, la biciclo, das Fahrrad, la bicicloi, die Fahrräder. Und einen unbestimmten Artikel gibt es nicht. Also was wie ein Fahrrad sagt man einfach biciclo, beziehungsweise im Plural bicicloi. Das ist schon alles. Mehr gibt es über die Mehrzahlbildung nicht zu sagen. Unregelmäßigkeiten gibt es nicht. So, dann haben wir eine kleine Übung zu dem, was wir jetzt gelernt haben. Ich mache das mal ein bisschen schneller, weil wir sonst nicht durchkommen in den 30 Minuten. Wenn ich Biciclo habe, Fahrrad, dann kann ich Radfahren natürlich sofort bilden als Bicicli. Das ist ja das Verb dazu. Wenn ich Biciclo habe und Excurso, Ausflug, dann könnte ich eine Radtour, das ist ja eine, sozusagen eine Fahrrad, ein Fahrradausflug, als Bicicla Excurso übersetzen. Ne? Bicicla ist ein Adjektiv. Was für ein Ausflug? Ein Fahrradausflug. Auf Deutsch gibt es da kein Adjektiv, in Esperanto schon. Ich kann aber auch, so wie in Weltreise, Mond Voyaggio, einfach die Wörter zusammensetzen und wenn ich will, wenn es einigermaßen gut klingt, kann ich das O vom ersten Wort weglassen. Also ich kann hier sagen Mondo Voyaggio, Weltreise, oder Mond Voyaggio. So, per Brief antworten. Respondi heißt antworten. Und per Brief lettere, lettero, der Brief, lettere, das zugehörige Adverb. Telefonisch antworten, respondi, telefone. Und eine briefliche Antwort, hier ist brieflich ja ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort, lettera respondo. Geduldig warten würde heißen patienze, attendi oder attendi patienze, da ist die Reihenfolge egal. Patienze ist also vom patienzo das Adverb und attendi ist das Verb, das Tätigkeitswort. Und Brieffreunde, naja, da setze ich einfach zusammen, letter amicoi. Habe ich das O wieder weggelassen beim ersten Wort. Man kann auch sagen letterai amicoi, ne? Also als Adjektiv. Gut, die Verben enden also auf I, haben wir gelernt. Allerdings nur in der Grundform. Wir haben ja auch noch sowas wie Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Bedingungsform und so weiter. Die müssen ja irgendwie auch ausgedrückt werden können. Die Befehlsform wird durch U gebildet. Also telefoni, telefonieren, telefonu, telefoniere oder ruf an. So, und die verschiedenen Formen in der Gegenwart, in der Vergangenheit, in der Zukunft und in der Bedingungsform bildet man mit as für die Gegenwart, is für die Vergangenheit, os für die Zukunft, us für die Bedingungsform. Also mi telefonas, ich telefoniere, jetzt, Gegenwart. Mi telefonis, ich telefonierte oder ich habe telefoniert, das unterscheidet man so nicht in Esperanto. Mi telefonos, ich werde telefonieren in der Zukunft. Oder mi telefonus, ich würde telefonieren, wenn ich Lust hätte oder warum auch, wann auch immer. Und das gilt grundsätzlich immer. Also die verschiedenen Formen sind immer as, is, os, us. Egal ob für ich, du, er, sie, es, welche Person auch immer. Also mi telefonas, wie telefonas, du oder sie als Anrede telefoniert, da macht man in Esperanto keinen Unterschied. Er telefoniert, li telefonas, sie telefoniert, she telefonas, gi telefonas, es telefoniert, was weiß ich, das Gerät. Wir telefonieren, ni telefonas, wie telefonas und ili telefonas. Und das gilt natürlich für die anderen Formen in der Vergangenheit, Zukunft, und der Bedingungsform genauso. So, damit hat man die Konjugation erledigt. Naja, stimmt nicht ganz, denn es gibt natürlich auch noch Formen, in denen man sowas ausdrücken kann wie
bevor ich das und das tat, war schon das und das passiert. Also das, was wir im Deutschen mit Perfekt und Plusquamperfekt und was weiß ich machen. Dafür gibt es natürlich in Esperanto auch Formen, die lasse ich hier weg, würde hier ein bisschen zu weit führen. Die sind aber auch alle völlig regelmäßig. So, die Pronomen heißen mi, ich, wie, du und sie und auch ihr. Also die Anrede ist immer wie, egal ob Einzahl oder Mehrzahl, so wie im Englischen. Ne? Li, er, she, sie, gs, ni, wir, ili, sie. Und es gibt noch oni für Mann. So, und wenn ich die Pronomen habe, die persönlichen Pronomen, dann kann ich sofort die besitzanzeigenden Pronomen daraus machen, nämlich mi, mia, durch Anhängen von a. Wir erinnern uns, a, Anhängen von a heißt, ich mache das Wort zu einem Adjektiv, zu einem Eigenschaftswort. Mia, mein, via, dein, lia, sein, shia, ihr, gia, sein, nia, unser und so weiter. Und von oni, von Mann, kann man auch ein besitzanzeigendes Fürwort machen, das heißt dann eben onia. Nicht onia, sondern onia, ne? Vorletzte Silbe betonen. Die Verneinung geht so, dass man vor das zu verneinende Wort bzw. vor den zu verneinenden Satzteil das Wörtchen ne setzt. Ne heißt nein und auch nicht. Also she ne telefonas, sie telefoniert nicht. Li ne venos, er wird nicht kommen. Und wenn man fragen will, da gibt es natürlich Fragewörter, die lasse ich jetzt weg, sowas wie wer, wie, warum. Aber Fragen, die nach Ja oder Nein fragen, auf die man Ja oder Nein antworten kann, die beginnt man mit Chu. Also ich nehme einfach meinen Satz, she telefonas, sie telefoniert, setze Chu davor und dann heißt es, telefoniert sie. Also man dreht nicht etwas um zum Fragen, sondern man setzt Chu davor. Chu heißt wörtlich übersetzt ob. So, eine ganz wesentliche Sache in Esperanto ist, dass man ja ausdrücken können muss, das muss man in jeder anderen Sprache auch, aber in Esperanto gibt es dafür eine eigene Form, dass man ausdrücken können muss, wer liebt wen, wer schlägt wen, wer frisst wen, der Löwe den Löwenjäger oder der Löwenjäger den Löwen. Da muss ich ja sagen können, wer ist der Täter, wer ist das Opfer. Das macht man in Esperanto dadurch, dass man beim Opfer, nenne ich es mal, ein N anhängt. Ein Beispiel. Li, also er, amas, shin. Wenn man sagen würde, li amas, shi, dann wüsste man gar nicht, wer liebt denn wen. Sie, ihn oder er, sie. Eins ist nicht immer gleichbedeutend mit dem anderen, wie wir sicher wissen. Das macht man dadurch, dass man also bei dem Teilnehmer, auf den die Aktion zielt, also das Opfer, sage ich, nenne ich das mal in Anführungsstrichen, ein N anhängt. Li amas shin. So, und wenn wir das schon können, dann können wir mit unserem Wissen, was wir schon haben, auch ganz schnell Sätze bilden. Mi amas win. Auf den Satz habt ihr natürlich alle seit Anfang des Kurses schon gewartet. Hier ist er endlich. Mi amas win, ich liebe dich. Chu vi amas min. Das ist eine Frage wegen des Chu. Ne? Wie amas min heißt, du liebst mich. Chu wie amas min, liebst du mich. Ne, nein, mi ne amas win. Nein, ich liebe dich nicht. Und amu min, liebe mich. Das U am Ende ist Befehlsform. Ne? Ihr seht, man kann mit dem bisschen, was wir da jetzt gelernt haben, schon eine ganz ordentliche Menge an ganz vernünftigen Sätzen bilden. Da haben wir so ein paar Sätze. Chu vi parolas esperanton. Paroli heißt sprechen. Parolas ist die Gegenwart, as. Chu vi parolas esperanton, sprichst du Esperanto. Auch hier habe ich ja das Konzept, dass es auf etwas hinzielt. Esperanto ist sozusagen das, auf das es hinzielt. Yes. Mit J geschrieben, yes, ja, mi parolas Esperanton. Oder ne, mi ne parolas Esperanton.
oder Lernu Esperanton. Das U mit Befehlsform, also lernt, lerne oder lernt Esperanto. Ili lernis Esperanton en la lernejo. Sie lernten oder haben gelernt Esperanto in der Schule. So, das sind so die typischen Satzmuster, mit denen man schon recht weit kommt. Typisch ist dieses N auch bei den verschiedenen Grußformen. Also zum Beispiel Saluton heißt einen Gruß. Bonantaron heißt einen guten Tag. Bonan Nocton eine gute Nacht. Bonan Appetiton. Auf Deutsch würde man sagen, das ist ein Akkusativ. Ne? Die Esperanto-Sprecher nennen das auch so, aber das N ist noch ein bisschen mehr als ein blanker Akkusativ. Da steckt noch etwas mehr dahinter. Aber das, was wir mit dem Akkusativ machen, macht man mit dem N auch. Oder Dankon, einen Dank, wörtlich. Ne? Sanon, Gesundheit. Also bei all solchen Ausdrücken, Grußformen oder Wünschen hängt man auch ein N dran, mit der Bedeutung eben einen Gruß, einen guten Tag und so weiter. So, dann kommen wir wieder zu einer kleinen Übung. Da sind so ein paar Wörter. Labori, arbeiten. Paroli, sprechen. Havi, haben. Scribi, schreiben. Longa, lang. Hodiau, heute. Hierau, gestern. Morgau, morgen. Ich liebe meine Arbeit. Tja. Mi amas mian laboron. Mi amas, ich liebe, Gegenwart. Mia, meine, mi ich, mia, meine, mian laboron, das N auf das zielende N, ne, der Akkusativ. Ich liebe meine Arbeit. Das N wird also nicht nur ans Substantiv angehängt, sondern auch an die zugehörigen Adjektive. Sprichst du Esperanto? Ĉu vi parolas Esperanton? Ĉu, die Frage, ne? Sie spricht nicht gut Esperanto. Ŝi ne bone parolas Esperanton. Ne ist die Verneinung. Gut heißt bona oder als Adverb, wie tut man etwas? Bone. Ŝi ne bone parolas Esperanton. Das N wiederum hier. Ne? Hat sie keine Freunde? Eine Frage. Also mit Ĉu anfangen. Ĉu ŝi ne havas amikojn. Also auch in der Mehrzahl. Amiko, Freund, Amikoi, Freunde, auch da gehört das N dahinter, Amikoin. Und wie gesagt, die Betonung bleibt auf dem I. Auf der vorletzten Silbe wandert nicht auf die letzte. Also nicht Amikoin, sondern Amikoin. Hast du gestern lange gearbeitet? Ĉu vi longe laboris hieraŭ? Ĉu, die Frage, wie du oder sie, Anrede, longe, lange. Laboris ist Vergangenheit. Hast du gearbeitet oder arbeitetest du lange gestern? Nein, ich werde heute lange arbeiten. Ne, mi laboros longe hodiau. Laboros, ich werde arbeiten. Ne? Os ist die Zukunft. Meine Freunde kommen morgen. Auf Deutsch sagt man, kommen in der Gegenwart. Das Ganze ist aber ja in der Zukunft. Deswegen sagt man in Esperanto natürlich Venos, Zukunft. Miai amikoi, ne, mit dem J, Mehrzahl. Venos morgau. Werden morgen kommen. Sie haben gestern angerufen. Ili telefonis hierau. Noch eine kleine Übung. Esti heißt sein, resti heißt bleiben, shiny heißt scheinen, also den Anschein haben, sana gesund, bonvena willkommen, germana deutsch, angla englisch. Ist er Deutscher? Germano, germana, Deutscher heißt germano, Substantiv. Ist er Deutscher ist natürlich eine Frage, also ĉu li estas germano? Nein, er ist Engländer. Ne, li estas Anglo. Sie waren gute Freunde. Sein heißt esti. Ne? Estas heißt ist, bist und so weiter, Gegenwart.
waren ist Vergangenheit, also ili estis bonai amigoi. Bleibt gesund. Das ist eine Aufforderung, also ein Befehl mit U, restu sana. Ein Satz, den man heute öfter mal braucht, also den dürft ihr euch schon mal merken. Sie scheint gesund oder gesund zu sein. Auf Deutsch sagt man, sie scheint gesund zu sein. In Esperanto kann man auch einfach sagen, she scheinas sana. Genau wie she estas sana, kann man auch sagen, she scheinas sana. Sei geduldig, ist wieder eine Aufforderung mit U. Estu pacienza. Und seid willkommen. Estu bonvenai. Estu ist die Aufforderung, sei oder seid. Und da man sich ja hier an mehrere wendet, nicht bonvena, sondern bonvenai, ne? Mit dem J für Mehrzahl. So, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der ganz wesentlich ist im Esperanto, nämlich Wortbildungssilben. Und die gibt es im Deutschen auch, eine ganze Menge, da ist man sich meist gar nicht so richtig bewusst. Also im Prinzip, was es im Deutschen gibt und in manchen anderen Sprachen auch, hat man in Esperanto einfach weitergetrieben, will ich es mal nennen. Bäckerei ist, das Ei bezeichnet einen Ort, wo Bäcker tätig sind, wo gebacken wird. Eine Schlachterei bezeichnet einen Ort, wo geschlachtet wird. Eine Bücherei, einen Ort, wo Bücher ausgestellt oder verliehen oder was immer werden. Eine Wäscherei, ein Ort, wo gewaschen wird. So, das geht denn im Deutschen. Das geht im Deutschen mit einigen Wörtern, aber leider nicht mit allen. Und Esperanto, ach so, ich zeige hier das Esperanto nochmal eben, die Esperanto-Entsprechung, also Bäckerei, Bakejo. Also dieses Ei im Deutschen ist im Esperanto Ejo. Bakejo, Bäckerei. Butchi heißt Schlachten. Butchejo ist also die Schlachterei. Libro heißt Buch. Librejo, also die Bücherei. Lavi heißt Waschen. Also Lavejo, die Wäscherei. Wie ich sagte, im Deutschen ist dann auch schon fast Ende. Sehr viele Wörter mit Ei gibt es dann nicht mehr. Im Esperanto kann man aber im Prinzip immer Ejo anhängen, wann immer die Bedeutung Ort gemeint ist. Beispielsweise die Schule heißt auf Esperanto Lernejo, von Lerni, Lernen. Lernejo. Der Spielplatz heißt Ludejo, von Ludi. Die Küche heißt Kuirejo, von Kuiri, Kochen. Das Esszimmer heißt Mangejo, von Manji, Essen. Das sind nur ganz wenige Beispiele. Es gibt sehr viele Wörter, wo ich einfach Ejo anhängen kann. Also das Prinzip, was wir im Deutschen bei einigen Wörtern haben, haben wir im Esperanto im Prinzip bei allen Wörtern. Das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Wortbildungssilbe, von denen gibt es insgesamt ungefähr 40 Stück. Und eine Besonderheit ist auch noch, die Endungen, die Nachsilben, sind auch immer eigene Wörter. Also Ejo für sich alleine heißt Ort oder Stelle. Das gilt für alle anderen Vor- und Nachsilben auch. Eine zweite Vorsilbe in diesem Fall. Unglücklich, das Gegenteil von Glückliche. Unhöflich, das Gegenteil von höflich. Unruhe, Gegenteil von Ruhe. Und Unfrieden, das Gegenteil von Frieden. Also durch Vorsetzen von un kann ich das Gegenteil von etwas bilden. Auch das geht im Deutschen nur eingeschränkt. Im Esperanto kann ich das im Prinzip immer machen. So, das macht man im Esperanto durch Vorsetzen von mal. Mal bildet also einfach das Gegenteil. Unglücklich, mal felicia, mal gentila, unhöflich. Mal tranquilo, also auch bei Substantiven, ne? Unruhe, mal tranquilo. Unruhig würde natürlich heißen, mal tranquila, ne? Adjektiv. Unfrieden, mal pazzo. Und wie gesagt, man kann das im Esperanto durchgängig machen. Also auch bei Wörtern wie klein, mal granda, Gegenteil von groß. Kurz, mal longa, Gegenteil von lang. Feind, mal amico, das Gegenteil von Freund, amico. Gefängnis, mal libereio. Da sieht man, ich habe hier sogar schon eine Vorsilbe und eine Nachsilbe. Libera, frei, mal libera, unfrei, gefangen, und Malibereio ist der Ort, wo
die gehalten werden. Also Gefängnis. Das Punkt, Punkt, Punkt hier ist sehr ernst zu nehmen, weil das kann ich in vielen, vielen Fällen machen. In sehr viel mehr Fällen als im Deutschen. Auch hier gilt, die Vorsilbe, alle Vorsilben sind auch eigene Wörter. Also mal, daraus kann ich bilden malo, Gegenteil, das Gegenteil, das Substantiv, mala, gegenteilig, Adjektiv, male, im Gegenteil, als Adverb. So, solche Wortbildungssilben gibt es ungefähr 40 Stück. Hier habe ich so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Wenn ich also ein Wort habe wie manji, dann kann ich essen, ne? Manji, Verb, dann kann ich sehr schnell daraus eine ganze Anzahl weiterer Wörter bilden, völlig regelmäßig. Also manjo, die Mahlzeit, manjeyo, Speisesaal, eyo hatten wir vorhin schon, manjajo, die Speise, ajo ist etwas Konkretes, manjigi, füttern, ich erkläre es jetzt nicht im Detail, es soll nur ein Beispiel sein, wie man mit Wortbildungssilben vollkommen selbstständig und systematisch weitere Wörter bildet. Manjinda, essenswert, manjema, essfreudig, gibt es gar kein richtiges deutsches Wort für manjema. In Esperanto ist das ein völlig normales Wort. Manjilaro, hier sind zwei Nachsilben drin, ilo ist ein Werkzeug und aro ist eine Zusammenfassung von mehreren. Also manjilo ist ein Esswerkzeug, eine Gabel oder ein Messer. Und Manjilaro ist eben die Gesamtheit solcher Werkzeuge, das Essgeschirr. Manjanto ist ein Essender oder ein Esser. So, da haben wir noch die Zahlen, die überschlage ich. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich werde auch schon hier ermahnt, so langsam zum Schluss zu kommen. 2018 habe ich das mal gemacht hier, wir dann heißen Dumildekok. Also man lernt mit diesen paar Zahlen ganz schnell bis 1 Million zu zählen. Das geht auch völlig systematisch. Die Ordnungszahlen werden durch Anhängen von A gebildet, Adjektiv. Das überschlagen wir und damit sind wir auch am Ende. Wie gesagt, es gibt noch einen Vortrag über Esperanto, der ist heute Nachmittag. Und ansonsten kann man gerne auf unsere Internetseite gehen, esperanto.de. Da findet man alles Mögliche, auch Hinweise, wo man Esperanto lernen kann und auch diverse andere Materialien, die man vielleicht gut brauchen kann. Auch Hinweise auf Esperanto-Veranstaltungen, zu denen man fahren kann oder an denen man virtuell teilnehmen kann. So, ich bedanke mich für die Teilnahme. Ich werde nach dieser kurzen Präsentation noch in unserem Chatraum sein. Also wenn ihr auf unsere Profilseite geht, gibt es da einen Link, sprich mit mir. Da bin ich gleich noch und da kann man mir auch weitere Fragen stellen. Okay, vielen Dank. Bis bald.